Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food Journey. Heute gibt es eine weitere Meditation, da auch ich mich noch immer im Meditationskurs in Stille befinde. Letzte Woche gab es die Meditation Lebende Güte für uns selbst und diese Woche, passend dazu, gibt es eine Meditation Lebende Güte für ein geliebtes Wesen. Also in die andere Richtung. Ich wünsche euch viel Freude. Erlaube dir selbst, dich in einer bequemen Lage niederzulassen. Entweder im Sitzen oder im Liegen. Wenn du möchtest, leg eine Hand auf dein Herz oder eine andere Körperstelle, wo sie dich beruhigt. Erinnere dich daran, dass du dem, was du erlebst, und dir selbst nicht nur Gewahrsein, sondern liebevolles Gewahrsein entgegenbringen willst. Stell dir nun eine Person oder ein lebendes Wesen vor, dessen Anblick ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Das könnte dein Partner sein, dein Kind, deine Mama, dein Papa, deine Oma, dein Opa, deine Katze oder dein Hund. Wer auch immer dich auf ganz natürliche Weise glücklich macht und dein Herz erwärmt. Lass dich selbst fühlen, wie es ist, in der Gegenwart dieses Wesens zu sein. Erlaube dir selbst, die wohltuende Gesellschaft dieses Wesens zu genießen. Lass ein lebendiges Bild dieses Wesens vor deinem geistigen Auge entstehen. Nun erkenne, wie sich dieses Wesen, das du dir vor deinem geistigen Auge vorgestellt hast, wie es sich wünscht, glücklich und frei von Leid zu sein, so wie auch du und jedes andere Lebewesen.
Wiederhole nun die Sätze sanft und liebevoll und spüre die Bedeutung deiner Worte nach. Mögest du glücklich sein. Mögest du in Frieden sein. Mögest du gesund sein. Mögest du mit Leichtigkeit leben. Vielleicht hast oder entwickelst du auch eigene Sätze, die deine tiefen Wünsche für dein geliebtes Wesen ausdrücken. Wenn du bemerkst, dass deine Aufmerksamkeit abschweift, kehre immer wieder zu den Sätzen zurück und zu dem Bild des geliebten Wesens, das du dir vorstellst.
Koste jedes warme Gefühl aus, das sich zeigen möchte. Nimm dir Zeit. Nun bring dich selbst mit in den Kreis des Wohlwollens. Mach dir ein Bild von dir in der Gegenwart deines geliebten Wesens und stell dir dabei euch beide zusammen vor. Mögen du und ich glücklich sein. Mögen du und ich in Frieden sein. Mögen du und ich gesund sein. Mögen du und ich mit Leichtigkeit leben.
Nun lass das Bild des anderen verblassen und lass den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf dir selbst ruhen. Leg deine Hand auf dein Herz und fühl die Wärme und den sanften Druck deiner Hand. Vergegenwärtige dir ein Bild deines gesamten Körpers und achte auf eventuelle Anspannung oder innere Unruhe, die vielleicht in dir aufkommen. Und nun biete dir selbst die Sätze an. Möge ich glücklich sein. Möge ich in Frieden sein. Möge ich gesund sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Nimm ein paar tiefe Atemzüge
und bleib ruhig in deinem eigenen Körper. Nimm deine Erfahrungen an, ganz genau so, wie sie sind. Es kann sein, dass du Wohlwollen oder Mitgefühl empfindest oder auch nicht. Das ist beides vollkommen in Ordnung. Wir richten unsere Absicht einfach darauf, unsere Herzen zu öffnen und abzuwarten, was geschieht. Öffne nun sanft deine Augen. Ich hoffe, dir hat die Meditation gefallen. Du bist in Kontakt mit dir gekommen und hast einfach einen wunderschönen Moment und wunderschöne 22 Minuten gehabt. Ich freue mich sehr, dir am Sonntag einen neuen Soul Food Prayer mitzugeben und bin auch ab Sonntag dann wieder in Berlin. Und melde mich mit Sicherheit mit einem Erfahrungsbericht von meinen 10 Tagen Schweigen. Ein Hoch auf uns, deine Kira.